Du siehst eine Frau, sei es eine neue Arbeitskollegin, die dir vorgestellt wird, oder die Bäckerin, bei der du morgens die Brötchen holst. Vielleicht ist es eine Frau, die dir einfach nur auf der Straße entgegenkommt. Eine Sache ist klar, sie ist etwas Besonderes. Du würdest sie gerne kennenlernen, aber du weißt nicht, ob sie auch dich mag. In diesem Video bekommst du deswegen 10 Körpersprachensignale, anhand dessen du ganz genau wissen wirst, ob auch sie ein Auge auf dich geworfen hat. Wie du siehst, sind wir hier heute in einem bisschen anderen Setup. Das liegt daran, dass ich hier bei Lola Sparks bin. Lola erzählt dir, wie du Frauen kennenlernst und das aus der Perspektive einer Frau. Genau. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, weil davon gibt es sehr wenige, die das in so guter Qualität in Deutschland machen. Ihren Kanal habe ich dir unterhalb in der Beschreibung unterhalb dieses Videos verlinkt. Wir haben auch schon einige Videos gemeinsam aufgenommen. Check sie auf jeden Fall aus. Und deswegen gibt es jetzt 10 Körpersprachensignale, anhand dessen du ganz genau erkennen wirst, ob sie auch ein Auge auf dich geworfen hat. Wichtig ist vor allen Dingen, dass du direkt mehrere Signale gleichzeitig erkennst, weil du da natürlich noch stärker und schneller Rückschlüsse drauf ziehen kannst, ob sie wirklich Interesse an dir hat. Viele Frauen stehen auch einfach nur da und machen gar nichts. Ich gehöre tatsächlich auch zu der Sorte. Und da musst du natürlich noch genauer darauf achten, um wirklich etwas aus ihrer Körpersprache herauslesen zu können. Das erste Signal ist, sie beißt sich auf die Unterlippe. Das ist ein sehr feines und subtiles Signal, das du wahrscheinlich nur dann bemerkst, wenn ihr euch auch sehr nah gegenübersteht. Achte darauf und schau, ob sie, wenn sie auf ihre Lippe beißt, dich vielleicht von oben nach unten anschaut. Denn das sind alles unterbewusste Signale dafür, dass sie irgendwo in ihrem Kopf gerade an Sex mit dir denkt. Kulturell gesehen versuchen Frauen schon seit jeher, ihre Lippen zur Geltung zu bringen. Lippen sind ein Zeichen für Weiblichkeit, für Schönheit und für Sexualität. Und wenn sie ihre Lippe beißt, dann heißt das, dass sie sie wegen dir beißt. Punkt Nummer 2, was auf jeden Fall ein Signal ist, wenn du die Frau anschaust und sie schaut dir tief in die Augen, zwinkert dich an oder macht ganz große Augen und kann einfach den Blick nicht von dir lassen und es wird einfach ganz intensiv zwischen euch. Du kannst förmlich spüren, wie das einfach wie so eine Verbindung ist in euren Augen. Und Frauen lassen generell viel die Augen spielen, um einfach zu zeigen, sie haben Interesse. Das ist vielleicht, wenn man es so sieht, etwas Subtiles, ja, gerade wenn du vielleicht auf der Seite stehst und sie schaut immer wieder, sie schaut so über die Schulter, guckt dich an, aber das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie dich abcheckt, dass sie guckt, wie reagiert er vor allen Dingen auf mich, sendet er mir ja auch ein entsprechendes Signal zurück, also mit den Augen machen Frauen ganz viel, um Kontakt aufzunehmen. Etymologisch ist die Wortbedeutung ein Auge auf jemanden werfen nicht ohne Grund genauso gewählt. Wenn sie dich anschaut und dich dabei mehrfach anblickt, also vielleicht wegschaut, dann wieder zu dir schaut, wieder wegschaut und wieder zu dir schaut, dann sind die Chancen sehr hoch, dass sie eben dieses Auge auf dich geworfen hat. Drittens, legt sie ihren Kopf zur Seite und möchte dir ihre erogene Zone, also den Hals, zeigen, dann ist das ein Signal dafür, dass sie möchte, dass du einen Blick auf ihren Hals wirfst und natürlich auch zukunftsweisend irgendwann einmal diesen Hals küsst. Viertens sind die Hände der Frau. Beobachte einfach mal, ob sie total nervös mit den Händen gar nicht weiß, wohin. Das geht mir zum Beispiel auch oft so, dass ich eigentlich viel mit meinen Händen erkläre und mache und manchmal einfach nicht genau weiß, wohin gehören jetzt diese Hände. Spielt sie zum Beispiel mit ihrer Halskette? Ist sie dabei, irgendwie ihr Oberteil die ganze Zeit zurechtzurücken? Dann legt sie natürlich wieder hier die erogene Zone frei, den Hals. Oder ist sie einfach generell nervös und macht die Hände einfach, verändert ständig auch die Position, vielleicht hat sie die Hände auch hier im Gesicht irgendwo und das kann natürlich auch ein Indiz dafür sein, dass sie gerade nervös ist wegen dir und logischerweise ist das dann die Schlussfolgerung, dass sie Interesse an dir hat. Fünftens, Haare. Bei vielen Frauen ist das Spiel mit ihrer Haarpracht ebenfalls ein Zeichen an den Mann, dass sie ihn mag. Streicht sie sich durch die Haare oder wickelt sie vielleicht eine Strähne um ihren Finger, dann heißt das, dass sie dir ihre Haarpracht zeigen will. Wenn Frauen viel mit ihren Haaren spielen, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass sie grundsätzlich einfach nur sich schön machen möchte. Aber wenn sie das in deiner Nähe macht und dich dabei anschaut, dann haben wir hier eine Kombination von 2 Signalen, dass du dir ziemlich sicher sein kannst, dass sie das für dich tut. Sechstens, während sie mit dir spricht, dreht sich nicht nur ihr ganzer Oberkörper in deine Richtung, sondern achte bitte mal auf ihre Fußspitzen und das Ganze nicht nur im Stehen, sondern auch beim Sitzen. Zeigen ihre Knie und Füße in deine Richtung, ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie mehr Interesse an dir hat. Siebtens, wippt sie hin und her
und gibt sich wie ein kleines Mädchen, möchte sie ihre verletzliche Seite zeigen. Das ist ein Signal dafür, dass sie dich als ihren Beschützer, als den Mann in ihrem Leben gerade wahrnimmt, der sie beschützen soll, der für sie da sein soll. Und deswegen zeigt sie sich in einer sehr verletzlichen Pose. Sie wird vielleicht hin und her wippen, wird mit ihrem Finger an den Lippen spielen. Alle Zeichen, die wir üblicherweise einer jüngeren, unsicheren Frau zuschreiben würden. Achtens, wenn die Frau deine Nähe sucht, sucht sie deine körperliche Nähe, beugt sich nach vorne zu dir. Zum Beispiel deine Kollegin auf der Arbeit, kommt sie dir einfach sehr nah, wenn sie dir etwas erklären möchte, fasst sie dir an die Schulter, sucht sie einfach den Körperkontakt, dann ist das auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass die Frau mehr Interesse an dir hat. Neuntens, die Mimik im Gesicht. Gerade wenn du mit ihr sprichst, achte darauf, was sich in ihrem Gesicht so tut. Kannst du erkennen, dass sie dich sehr aufmerksam anschaut? Zieht sie ihre Mundwinkel nach oben? Lächelt sie? Was sind die kleinen, subtilen Zeichen, die zeigen, dass sie voll und ganz bei dir ist? Und zu guter Letzt, zehntens, lacht sie über deine Witze. Das Ganze geht natürlich schon über die Körpersprache hinaus, ist aber auf jeden Fall ein Zeichen für Sympathie, dass sie dich versteht. Und wenn eine Frau wirklich dich unwiderstehlich findet, sie dir verfallen ist und sie dich einfach nur toll findet, warum auch immer, und dass dein ganzes Umfeld vielleicht gerade gar nicht lustig findet oder vielleicht war es auch gar nicht so lustig, was du gesagt hast, aber sie wird über deine Witze lachen, weil sie dich unterbewusst bestätigen möchte, weil sie einfach mehr Interesse an dir hat und das wird sie dadurch natürlich zum Ausdruck bringen. Nicht nur deine Witze, ne? Alles Mögliche. Ja, ja, also auch komplett, genau, Dinge, die ganz banal sind. Ja. Genau das. Sie wird einfach lachen. Achte mal darauf. Es gibt mehr Frauen, als du denkst, die Interesse an dir haben, die sich vielleicht nicht trauen, es auf andere Weise zu zeigen. Und wenn du den Blick dafür entwickelst und vor allen Dingen nicht nur ein Signal erkennst, so, die hat jetzt gelacht, die steht auf jeden Fall auf mich, sondern nein, es müssen schon ein paar Signale sein in Kombination. Und dann wirst du bestimmt viele Frauen entdecken, die Interesse an dir haben und mit denen mehr gehen wird. Dankeschön an der Stelle schon mal, Lola. Das waren die 10 Körpersprachesignale, auf die du unbedingt achten solltest. Aber wenn du einen ganz bestimmten und subtilen Fehler, den du bestimmt oft in deiner Interaktion mit Frauen machst, vermeiden möchtest, dann solltest du unbedingt wissen, was du nicht tun sollst, um die Anziehung zwischen dir und der Frau zu verlieren. Und was das ist, das haben wir dir in diesem Video erklärt.